Töte halt deinen Mund. Und dann kriegen wir ja auch wieder ein paar neue Begleiter, ne? Ja, stimmt. Und zwar schon drei Stück, aber... Müssten ja dann wieder neue Begleiter geben. Dann können wir mal hier eine richtige Gemetzel machen, ne? Tja, wer ist das denn jetzt? Ich glaube, der da hinten. Ne. Das ist ein Spieler. Haben wir den hier drin ist schon mal gesucht? Vielleicht war das ja doch einer der Spieler. Nein, ich will keine Expertenmühle spielen. Experten, ey. Da steht auch noch irgendeiner an der Wand. Ich glaube, der ist das doch hier, ne? Der will auch nur spielen. 12er Expertenmühle, ja, genau. Geil, ja. Oder ist er vielleicht doch nicht hier drin, sondern irgendwo draußen, dass der steht? Steht aber hier. Ist wieder ein Bug. Oh, guck mal, da ist ein Tunnel. Weil den haben wir schon. Jetzt wird so auch nicht mal angezeigt. Doch. Da. Wir stehen nur direkt drauf. Vielleicht ist ja unten drunter. Könnte vielleicht sein. Wobei ich das schon irgendwie ein bisschen komisch fände. Ja, ja, gehen wir mal in den Untergrund von Boston. Da waren wir schon lange nicht mehr, ne? Ja. Ein einziges Mal. Und das war, glaube ich, so in Folge 10 oder so, wo wir erst mal in Boston waren, ne? Na, hier unten ist auch keiner. So irgendwie leicht gruselig, ja. Wie war das immer den Kerzen nach, ne? Boah, schon lange her. Ich glaube ja. Oder man sollte mal so Kerzen anzünden, damit man weiß, wo man lang gegangen ist, oder wie war das? Ja, ich glaube, das war immer Kerzen anzünden, damit man weiß, wo man lang gelaufen ist. Damit man nicht so Wege doppelt läuft. Oh ja, das war jetzt der Bringer. War da nirgendwo ein anderer Weg? Nee. Das ist nur ein Karree. Okay. Richtig sprinten kann man hier auch nicht. Anscheinend auch schon. Aber hier nicht. Da oben ist wieder eine Kerze. Was ist denn hier? Hä? Was ist das denn? Ein Pfeil. Folgen wir doch mal dem Weg. Auf jeden Fall. Hey, du sollst das Ding ja anmachen. Legt er die einfach weg. Jetzt gibt's hier keine Pfeile mehr, oder was? Es scheint eine Kneipe oder sowas zu sein. Auf jeden Fall ganz, ganz komische Geräusche. Wo kommen wir denn jetzt hier raus? Das scheint eine Sackgasse.
Das sieht mir auch nach einer Sackgasse aus, ja. So. Hier. Dann gehen wir jetzt gleich hier links. Richten Sie die Bilder aus, um das Rätsel zu lösen. Okay. Von Gott und der Religion? Sammlung von natürlicher Schriften. Der Text versteckt. Hinweise dazu, wie das Gerät sind im Text versteckt. Okay. Ja, wo sind die denn? Was ist das? Ja, geil, sind im Text versteckt. Haha. In welchem Text? Animus Datenbank. Neueste Einträge. Wie von Gott der Religion. Okay, der Maurer ist durch seinen Brief gebunden, sich unter allen Umständen dem Sittengesetz unterzuordnen und ihm zu gehorchen. Und wenn er seine Kunst recht versteht, wird er weder ein Atheist aus Einfalt noch ein religionsfeindlicher Wüstling sein. Aber obgleich in alten Zeiten die Maurer verpflichtet waren, in jedem Lande, in der ganzen Welt, von der jeweiligen Religion des Landes oder der Nation zu sein, so hält man doch jetzt für ratsam, sie bloß zu der Religion zu verpflichten, in welcher alle wahrhafte Männer seien, Männer von Ehre und Rechtschaffenheit, durch was für Sekten und Glaubensmeinungen sie auch sonst sich unterscheiden mögen, sei es das Christentum des Westens oder der Buddhismus des Ostens. Hierdurch wird die Maurerei ein Mittelpunkt der Vereinigung und ein Mittel, treue Freundschaft unter Personen zu stiften, welche sonst in ständiger Entfernung voneinander hätten bleiben müssen. Okay. Er hat eine Waage gehabt. Das Christentum im Osten müsste das Jesuskreuz sein. Das Jesuskreuz nach rechts. Im Osten? Des Westens, meine ich. Christentum des Westens. Also das Jesuskreuz nach links. Buddhismus des Ostens. Hm. Also, was war da? Auf jeden Fall das dann nach rechts. Sich unter allen Umständen dem Sittengesetz unterzuordnen und ihm zu gehorchen. Okay. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Also. Christentum muss nach Westen. Ja. Buddhismus, was ist Buddhismus? Boah. Sittentum ist, glaube ich, das hier, ne? Stimmt das? Ha! Ach Gott, das ist jetzt ein neues Schnellreiseding. Ach so. Und ich dachte, da kommt jetzt irgendwas richtig Geiles. Ja, voll der große Schatz oder so für uns. Weißt du? So. Was wolltest du denn mit dem Stift? Aufschreiben. Ach so, wolltest du das aufschreiben. Weil wir mussten doch bei dem anderen AC uns so vieles immer notieren. Deswegen habe ich direkt schon mal einen Stift genommen. Hier sind wir jetzt. Am Hafen. Okay. Ja gut, ich würde sagen, dann gehen wir da wieder runter. Und erkunden jetzt erstmal ein bisschen die Untergründe. Ja, wenn wir jetzt einmal da sind, ja, ne? Außerdem waren da ja noch ganz viele Eingänge. Ich weiß nicht, ob es reicht, einfach nur von unten die Eingänge alle zu erforschen. Oder ob wir dann wirklich immer rausgehen müssen. Ah ne, guck, jetzt steht da 3 von 10, also wir müssen auch immer noch mal rausgehen. So, wir sind von hier gekommen. Mhm.
Da rechts ging es ja dann nicht weiter. Oh, wo kam er? Ah, da ist Licht. Dann gehen wir mal hier lang. Da geradeaus. Kannst du auch eine Lampe anmachen. Ah, jetzt gehen hier links und rechts jeweils Treppen rauf. Ich denke mal, die führen dann jetzt wieder zusammen, genau. Da ist die andere Treppe. Ja. Ach so, das war's. Ist wieder nur so ein Karree. Okay. Habe ich hier eine Karte? Ah, ich habe hier sogar eine Karte. Das sieht so ein bisschen aus wie bei Secret of Mana. Die Karte. Guck mal, da geht's auch noch weiter. Oder? Nee, der ist zu. Oder? Da ist ein Eingang. Da ist auch alles. Also können wir jetzt noch hier hochgehen. Also hier links. Hat so ein bisschen was von Secret of Mana, ne? Mm. Oder Evermore, so diese Karten. Nur halt, dass dann immer Einsen und Zweien und sowas dran stand, damit du weißt, wo du dann raus und reinkommst. Das stimmt, ja. Das ist schon mal nicht so geil. Schon mal eine Sackgasse. Ich glaube, hier geht's auch noch hoch. Und hier weiß ich, bin ich mir unsicher. Ich glaube, da geht's weiter. Ich gehe nochmal gerade zurück. Bin nicht so ganz sicher, aber ich meine, das sieht so aus, als wenn es auch noch kurz so ein Stück weiter geht, ne? Ja. Gucken wir uns das doch mal eben an. Dahinter geht's weiter. Aber nicht von hier aus. Nee. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn wir da einfach so einen Durchgang, wo wir gerade drauf zulaufen, dann übersehen hätten. Aber da geht's auf jeden Fall noch weiter. Oh, guck mal, da können wir auch noch eine Kerze anmachen. Voll die schöne Beleuchtung eigentlich. Mhm. Nicht so wie in den Western-Filmen, ne? So eine Kerze anmachen und der ganze Raum ganz hell. In den alten Western-Filmen. Hast du mal gesehen, ne? Ja, ja. Aber die haben was Western-Filme. So die ganz alten. Naja, kann ich nichts mit anfangen. Hier Clint Eastwood und so ein Scheiß. Ja, kommt drauf an. Ah, das kann ich mir auch nicht ansehen. Aber hier, wie dieses Django, was ich mir ja im Kino angesehen hatte, da ist sie auch so ein bisschen auf Western angelehnt. Also das war auch richtig gut. Aber was wollen die mir denn hier mit dem scheiß Fallen zeigen? Es gibt nur die beiden Pfeile, ne? Kannst du auch nicht mit interagieren oder so? Nee, jetzt oh, das ist ein Pfeil nach unten. Ach! Ich verstehe. Die zeigen wahrscheinlich dann Ausgänge. Muss ich jetzt überhaupt lernen? Ja. Hey, waren wir ja noch gar nicht. Mal vielleicht übersehen. Soll ich jetzt erstmal da hochgehen und gucken? Bevor wir hier unten weitermachen. Besser, ne? Sonst laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ist ja egal. Ja, stimmt, wir haben ja Schnellreise, ne? Ja. Von daher. Gehen wir erstmal hier lang. Flop. Muss da stinken ohne Ende, ey. Ja. So eine Kanalisation. Und gruselig ist es auch noch. Mhm. Guck mal, da war ein Rohr. Kommt man da vielleicht drunter? Ah, ne, ist ein Gitter. Lol. Zum einen im Kreis gelaufen hat.